Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pizza Connection 3. Und ja, in der letzten Folge hatten wir hier unseren kleinen, aber feinen Pizzawagen in Betrieb genommen und hatten genug Geld gesammelt, damit wir auch endlich unser erstes Restaurant eröffnen können. Da springen wir mal kurz rüber. Es gab ein Update, was für den einen oder anderen Unmut gesorgt hat. Einige Sachen sollten verbessert werden. Mal kurz mit der Steuerung wieder, die ist noch ein bisschen hakelig. Es geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ich gucke mal, ob nach dem Update jetzt hier irgendwie die Möglichkeit besteht, irgendetwas anzupassen. Grafik, Spiel, Geschwindigkeit, Kamerabewegung. Vielleicht können wir da ein bisschen mal was einstellen. Müssen wir mal kurz gucken. Kamera Zoom können wir so lassen. Kamera Drehgeschwindigkeit können wir auch mal hier so auf 40 einstellen. So, jetzt gucken wir mal, ob das eine Verbesserung hat. Ja, ist ein bisschen besser. Ja, und zwar habe ich schon gesehen und gelesen, dass ihr, wenn ihr schon Restaurants hattet, dass dann hier alles rausgespawnt war, außerhalb des, Restaurantes von euch. Ja, ne, wir treiben weiter unserem Homeros Pizza Palast voran und beschäftigen uns heute hiermit, dass wir unser erstes Restaurant einrichten. Kleines noch, Ding noch vorab. Und zwar möchte ich nochmal vielen, vielen Dank sagen für die ganzen Daumen, für die ganzen Kommentare und vielen, vielen Dank für die ganzen zahlreichen Abos, die in den letzten Tagen hier noch reingeflattert sind. Für die Zuschauer, die jetzt neu dazugekommen sind, natürlich herzlich willkommen hier auf dem Kanal und für die, die schon lange Zeit den Kanal hier quasi suchten und auch fleißig Kommentare schreiben. Und auch ja, ihre Zeit hier mit dem Schauen des Kanals verbringen. Danke, danke, danke. Vielen Dank. So, jetzt wollen wir uns mal hier um unsere Pizzeria kümmern. Ne? Und zwar müssen wir Leute einstellen. Ne? Das Restaurant verursacht feste Kosten. Du sollst darauf achten, nicht zu teure Arbeitskräfte einzustellen. Okay, gut, haben verstanden. So, stelle 2 Köche ein. Das machen wir mal. Wie mache ich das jetzt? Wo stelle ich ihn ein? So, auf der linken Seite findest du die Personen, die gerade an einer Stelle interessiert sind. Okay, auf der linken Seite. Aha. Wo denn? Weiter links, da findet sich der Schalter mit den Köchen und Services. Ist das der Button hier? Ah, guck mal, da müssen wir rein. So. Durchschnittliches Gehalt darf nicht mehr als 350 betragen. Stelle zuerst mindestens 2 Köche ein. Achte dabei auf dein Budget. Mhm. Im richtigen Zeitslot. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gucken, wen haben wir denn hier? Alberto Sorrentino. Der kostet recht viel. Können wir das hier sortieren? Oh, es sind die teuren. Paolo Lombardi. Aha. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir so einen Mittelkoch haben. Was ist das hier? Was ist jetzt Geschwindigkeit? Was ist was? Schön. Ist ja toll erklärt hier. Ah, Kochqualität haben wir hier und Geschwindigkeit ist das andere. Ah, okay. So, gehen wir auf Arbeitssuche. Kochqualität und Geschwindigkeit. Man muss nur lesen können. So, Geschwindigkeit, Qualität. Hm. Sagen wir, nehmen wir so ein Mittelding. Ne, die ist. Oder nehmen wir den hier? Guck mal. Francesca Palmieri. So, die können wir mal nehmen hier. Gute Kochqualität. Ja, wir dürfen im Durchschnitt hier aber nicht über 350 kommen. Und wie kriege ich die jetzt rüber? Ich glaube, per Drag and Drop. Ah, in den Dienstplan. So, wann machen wir denn auf hier? Wann kommen überhaupt die Leute hier? Lass mal gucken. So, die kommen so ab. Ja, die Lage ist nicht so bombastisch. Ich würde sagen, mal, guck mal, wir haben auch bis 3 Uhr noch Leute hier. Oha. Das heißt, wir müssten... Ja. Müssen mal schauen, wie wir das jetzt hier einrichten. So, stellen wir erstmal einen Koch ein. Wo war die jetzt hier? Frau Francesca Palmieri. Das heißt, wir müssen ja verschiedene Blöcke hier abbilden. So, einmal hier so den Haupttrakt. Ich würde sagen hier so. So,
Da können wir das hier, glaube ich, so ein bisschen verschieben. Okay. Können wir erstmal. Und noch einen weiteren Koch. Mal Elisa Martini. Wir machen Köchinnen hier bei uns. Und da kommen auf jeden Fall. Was kommt denn da? Guck mal, Touristen haben wir da. Ist das Ende des Tages? Mittleres Tages? Okay. Da geht es dann wieder runter. Wir könnten ja hier überlappen irgendwie. Müssen wir schauen, können wir das? So. Aber entdecken wir trotzdem nicht. Wieso können wir denn nicht hier die 193 haben wir? Ich glaube, wir könnten da noch weiteren einstellen. Mindestens zwei stand ja da. Aber wir müssen ja hier auch noch die Zeit abdecken, ja? Was ist, wenn ich die hier einstelle? So, ab um 9. Ja, das passt auch noch. So, dann haben wir hier ab 9 Uhr geöffnet und dann geht es dann mit dem Tageswechsel dann rüber. So. Okay, verstanden. Und maximal 2 Bedienungen. Mindestens 2 Bedienungen und die dürfen nicht mehr als 300 im Durchschnitt verdienen. So, da. Ah, da blüht's auf. Da haben wir es doch. So, jetzt haben wir Bedienungen. So, wir brauchen auf jeden Fall Geschwindigkeit. Freundlichkeit. Ja gut. Muss natürlich alles passen, ne? So, Mittelding hier. Ach, guck mal. Freundlich, aber nicht gerade schnell. Ich würde sagen, wir nehmen mal Antonio Costa. Die müssen wir natürlich dann auch da haben, wenn wir die Leute da haben wollen. So. Dann machen wir Gianluca Sorrentino, würde ich sagen. Den machen wir hier so hin. Jetzt haben wir schon Leute eingestellt. Ich guck mal gerade, können wir das hier. Jetzt können wir ja hier nicht gucken. Das ist natürlich auch toll. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen, der hier nachts serviert. Wen nehmen wir denn dort? So. Oh, ist das wieder eine Suche hier, ey. Mensch, Mensch, Mensch. So ein gutes Mittelding hier. Na, sowas hier. Serena Silvestri. So. Jetzt haben wir soweit alle eingestellt hier. So, und dann gucken wir mal weiter. So, die benötigte Anzahl an Qualität deiner Lieferanten. Servicemitarbeiter richtet sich danach, wie gut die Küche läuft. Stelle 2 Lieferanten ein und weise sie zu, bevor das Restaurant öffnet. Ah, okay. Das heißt, die müssten ja dementsprechend dafür sorgen. Hier haben wir alles eingehalten. Jo. 2 Lieferanten einzustellen bedeutet, die müssten quasi hier schon anfangen. Damit die ersten Leute natürlich dann Futter bekommen, ne? Beziehungsweise hier ihre Zutaten und so weiter. Ne? Damit Homeros Pizza Palast auf jeden Fall dann auch bedient werden kann. So. Zutatenmenge und Geschwindigkeit. Da brauchen wir auch wieder ein gutes Mittelmaß. Wir gucken mal hier bei den oberen. Wann ist denn eigentlich die Rush Hour hier? Da brauchen wir wahrscheinlich die meisten Sachen. So, gegen Abend, ja. Da muss auf jeden Fall eine Lieferung kommen und morgens müsste eine kommen. Frage ist natürlich, ob 2 ausreichen, ne? So, gucken wir mal. Da, Lieferant. Müssen wir nochmal sortieren, okay. Guter Mix aus Geschwindigkeit hier. Serena Valentini, okay. Ich würde sagen, die planen wir hier so ein, beziehungsweise muss ja auch vorher da sein. Das heißt, der Lieferant kommt früh, damit die Schicht abgedeckt ist. Und dann nochmal eine zweite Kraft, würde ich sagen, so, wenn es hier in die Endschicht reingeht. Zutatenmenge und Geschwindigkeit. Sarah Ruggiero. Davide Ricci, der macht zwar viel Zutaten, aber ist nicht gerade der Schnellste. So, dann können wir ruhig hier Iliara Costa, Sierra Lombardo, Messina, Grassi,
Stefano Gentile. Ah ja. Der liefert hier nochmal. So, ich denke, das müsste ausreichen. Sorry. So, deine Kunden wollen essen. Jetzt, wo die Crew arbeitsfähig ist, wird es Zeit, die Speisekarte zu gestalten. Kreiere mindestens 3 weitere Pizzas. Bitte? Pizzas? Hallo? Das heißt Pizzen. Pizza. Hat er das Update nicht installiert? Müsste doch eigentlich behoben sein, oder? Also wir brauchen definitiv noch Pizzen, nicht Pizzas. Ne? Ganz wichtig, Leute. So, einmal die Salamico Classico. Dann brauchen wir eine Pizza Bonzono und die Pizza Pause. Zack. So. 3 weitere entwickeln. Verstanden. So, mehr Rezepte. Das heißt, wir brauchen noch 2. Steht hier. Okay. Die Aufgabe sagt 3, aber wir haben ja schon 3. Und dann müssen wir mal eine neue Pizza hier erstellen. Beziehungsweise, ich hätte jetzt erstmal gucken müssen. Ja, das weiß ich schon. Das haben wir doch schon alles gemacht. Hä? Sie machen jetzt nochmal eine Einführung hier. Gehen wir mal Backstube verlassen. Wir müssen mal kurz gucken, was für Kunden wir denn dort haben um die Uhrzeit. So. Und zwar haben wir Bonzen, Studenten, Touristen. Touristen haben wir. Ich glaube, wir brauchen eine Touri-Pizza. Irgendwas so für die Touristen. Ruf die Teenager. Okay. Gut, dann gehen wir wieder hier in die Pizza-Halle. Ich setze sie mal kurz anders hin hier ein bisschen. So. Und dann schauen wir mal, was wir da noch haben. Pizza Bonzono, weil für die Bonzen. Pizza Salami Classico für Teenager. Dann die Pizza Pause für die Teenager. Die Zufriedenheit ist gut mit den Pizzen, die wir haben. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Touristin-Pizza. Dann gehen wir mal hier rein. So, ich würde sagen, wir nehmen die oder das. Das können wir so lassen, würde ich sagen. So, was mögen denn Touristen? So, die mögen Gemüse. Ja, Käse jetzt nicht so, okay. Die mögen Fleisch und Fisch. Boah, Fisch. Eine Thunfischpizza mit Verzwiebeln oder sowas. Na hier, Obst nicht so. Gewürze mögen sie. Okay. So, was machen wir denn für eine? Das mögen sie, Gewürze mögen sie, Fisch mögen die auch. Tintenfisch, Thunfisch. Wir könnten ja hier so... Wie kann ich das denn? Ah, guck mal, hier geht's zurück, okay. Das wusste ich beim letzten Mal nicht. So, wenn ich das jetzt hier reinpacke. Ah, wenn ich die großen nehme, kann ich sie noch kleiner machen. Ach so. So, wir könnten ja eine Thunfischpizza machen. Oder machen wir eine Pizza noch hier mit... ich würde sagen eine Thunfischpizza. Und sagen hier alles... Ah ja, wir müssen erstmal umstellen hier wieder auf Touristen. Die Pizza ist mir zu teuer. Hä? Ist doch noch gar nichts drauf. Mir die Pizza leisten. Achso, man muss wahrscheinlich erstmal perfekte Belagmenge. Ich würde sagen, das war schon wieder zu viel, ne? Okay, dann können wir noch ein bisschen was draufpacken. Echt so wenig Thunfisch, Leute? Ja, jetzt passt es wieder komisch. Ist, glaube ich, noch ein Fehler oder so. Wir können auch einen Chefkoch anrufen, der uns was empfiehlt. Ne, lassen wir erstmal so. Ich würde sagen, jetzt ist das wieder zu viel. Gucken, ob wir die wieder betrügen können hier. Nein, geht nicht. So, jetzt haben wir erstmal hier Thunfisch. So, Thunfisch gehört definitiv immer noch Zwiebeln dazu. Ne? Das heißt, wir könnten ja hier so eine fette Zwiebel hier einfach reinhauen. Wollen wir nicht. Ne? Das heißt, Zwiebel muss da auf jeden Fall drauf. Meckern die schon wieder rum hier. Was ist denn da los? Ach,
wisst ihr was? Da ist mir jetzt Wumpe, ob die da meckern. Denn das ist mir alles viel zu wenig hier. Was, jetzt gefällt denen schon wieder nicht die Belagmenge? Och, Leute. Machen wir mal alles weg hier. Mann, 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 Mann. Nur am Rumnörgeln die Leute hier. So, warte mal. Zack, zack. Was? So. Jetzt haben wir die perfekte Belagmenge von dem. Okay. Dann könnten wir noch was anderes drauf packen. Vielleicht noch ein paar Krabben hier. Ein bisschen Thunfisch und Krabben. Ja. Müssen natürlich gucken. Weil Touristen sind nicht begeistert. Warum nicht? Ja, die mögen das doch. Perfekte Belagmenge. Packen wir da noch was hin. Ja, das sieht schon mal gut aus. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Zwiebeln. Zwiebeln müssen eigentlich genug drauf hier. Jetzt ist die Belagmenge wieder okay. Jetzt ist die perfekte Belagmenge. Jetzt sieht doch nach nichts aus. Das ist doch... Mensch. Das ist doch... Ich weiß nicht. Komm, machen wir ein bisschen Lauch noch drauf hier. Schon die kleinste Variante. Dann können wir noch... Jetzt ist schon wieder zu viel. Was mögen die denn noch? Käse ist nicht so ders. Na, Thunfisch und Fleisch. Ich weiß nicht. Oh, guck mal, wir können mal Schlange machen. Was können wir denn noch machen? Ein bisschen Tofu drauf. So, man könnte ja noch ein bisschen Ei drauf machen. Thunfisch-Ei? Ich glaube, das passt nicht. Nee, jetzt meckert er schon wieder rum. Was ist denn das? Das ist doch total doof. Guck mal, die Pizza sieht nach nichts aus, Leute. Mann, 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 Mann. Ist mir jetzt Wumpe. Packen wir jetzt noch ein bisschen Thunfisch drauf hier. Ein paar kleinere Stücke. Das sieht mir echt mau aus hier. So. Irgendwie ist das mit dem Balancing irgendwie noch nicht so gegeben. Hier muss ordentlich Zwiebel drauf. Die Pizza ist so total leer, Leute. Ich weiß nicht. So. Machen wir noch drauf. Haben wir Schrimps vorhin? Oder was hatten wir da? Boah, die ist teuer. Guck mal. Oha, der Thunfisch ist teuer. Haben wir ordentlich was drauf, ja? Was haben wir noch drauf? Krabben hatten wir drauf. Können wir ein paar Krabben hier drauf packen. Machen wir da noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen was. Die gefällt dir jetzt schon wieder nicht. Oh Mann, ey. Belagmenge ist okay. Wir sind nur am Meckern. So, jetzt haben wir erstmal Gewürze drauf. Gemürze mögen die ja, ne? Das heißt erstmal ordentlich Knoblauch. Knoblauch geht in der Regel immer. Was? Oh Mann. Oregano? Die Pizza sieht dann nichts aus. Ich rufe meinen Chefkoch an. So. Und zwar, Qualität des Chefkoch, gibt einen Namen ein. Pizza Touristica. So. Was? 3000? Was? Bitte? Nein. 3500 hier für so ein lumpiges. Oh nee. Bezahle einen Chefkoch, damit er eine bestimmte Zielgruppe erstellt. Ja gut, komm. Das investieren wir jetzt mal. Pizza Touristico. So. Ja komm, gehen wir das mal aus. Wobei wir brauchen noch Klamotten, ne? Ach Mist. Wir brauchen ja noch. Das ist doch nichts. Das ist doch. Mann, 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 Mann. Irgendwie. Knoblauch muss da drauf, Leute. Warte mal, haben wir jetzt Knoblauch ausgewählt? Jetzt ist schon wieder zu viel. Jetzt ein bisschen Oregano drauf packen, das passt auch wieder nicht. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Käse. Ja, guck, das gefällt den Touristen gar nicht. Verstehe ich nicht. Irgendwas passt hier mal gar nicht. 14 Euro.
perfekte Belagmenge, da ist so nichts drauf. Was? Ist sie wenigstens zufrieden damit? Nee, guck, wir sind immer noch. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas ist hier ganz komisch, warte mal. So. Touristen. Vielfältigkeit, ja. Gewürze, ja. Modern, ja. Falls du... Nein, abbrechen. Ja, das kann doch nicht sein. Okay. Gemüse, Fisch und Fleisch. Ist so alles drauf? Hm. Das ist alles komisch hier. Aber warum sind die rot? Weil wir schmeißen nochmal alles weg. So, fangen wir nochmal neu an. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an hier. Was kann ja nicht sein, dass die hier rot sind, dass sie das nicht mögen. Gemüse. So, das mögen die. So, der Teenager hat mir schon herausgefunden, was die mögen. Studenten auch ein bisschen. Der Bonzono auch. Der mag Himbeere. Die Arbeiter mögen Zucchinis. Und die Touristen mögen... Die mögen doch Fisch. Da. Vielfältigkeit. Ah, das heißt, wir haben viele verschiedene Sachen. Ach so. So, jetzt ballern wir dann mal alles so drauf. Vielfältigkeit, ne? Das heißt, wir bleiben weiter bei Thunfisch. So. Zack, 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 zack. Ich glaube, ich habe das zu grob gemacht vorhin. Deswegen war das vielleicht nicht richtig. Ist okay, die Belagmenge. Aber die guckt immer noch so grimmig hier. Hm. So. Dann mögen die noch... was haben wir denn noch? Gemüse. So, das heißt, wir können ein paar Zwiebeln darauf packen. So, das heißt, wir packen jetzt hier mal ordentlich Zwiebel drauf. Und die Touristen gefällt der Kram immer noch nicht. So, es ist die perfekte Belagmenge. Sehr gut. So. Und der Tourist guckt immer noch böse. Ich mache das jetzt hier nach den Anweisungen, ne? So. Wenn ihr da auch Tipps habt und so weiter, sagt Bescheid. So, wenn ich jetzt natürlich einen Champignon wieder drauflege, dann müsste der wieder... Nee, das geht noch. Okay. Das kann man noch machen. Boah, ich esse die gerne scharf, ne? So Thunfischpizza, schön, schön scharf. So, dann machen wir noch ein bisschen Schärfe mit rein. So leichte Schärfe, okay. Drauf packen. Ich würde sagen, wir packen vielleicht noch ein bisschen. Na, nee, das passt jetzt eigentlich. Was mögen die noch? Aber ey, guck mal, die Bewertung hier, ey, das verstehe ich nicht. Der Tourist sagt, ist gut, aber die Bewertung ist schlecht. Gemüse, Früchte, naja. Fleisch, können wir noch irgendwas an Fleisch drauf packen? Wobei Fleisch packt, passt ja eigentlich jetzt nicht mehr zu. Ein paar Ameisen. So, gucken wir mal. Okay. Kaviar, Lachs. Ne, ich glaube, das passt schon mit den Zwiebeln. Ich glaube, jetzt habe ich noch Käse drauf und das sollte reichen. Eigentlich habe ich jetzt nichts anderes gemacht, außer so kleinere Stücke. Vielleicht liegt es ja damit zusammen. Ich würde mal sagen, wir nehmen vielleicht mal hier so ein bisschen Edamer. Oder eine Gouda. Zu viel. Was? Aber das ist doch... Aber ich habe doch gerade... Was? Das ist doch jetzt wieder ein Witz, oder nicht? Aber ist doch... Oh, das regt mich gerade auf hier. Kann doch wohl nicht sein. So, Thunfisch, nochmal. Zack. Zack, 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 zack. Ist doch viel zu wenig Thunfisch. Muss ordentlich Thunfisch drauf, Mensch. So, jetzt haben wir Thunfisch. So, jetzt haben wir nochmal Zwiebeln drauf. Ey, wie ist, hat man hier immer eine andere Meinung hier von dem... Blagmenge ist okay. Okay.
Zwiebeln gehen eigentlich richtig hier. Aber ey, der Tourist, ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist immer alles in Tonne. Das kann's doch nicht sein. Jetzt mache ich mal eine andere Pizza hier. Jetzt mache ich hier so. Was machen wir da? So. Tourist mag Fleisch. So, ich mache hier so. Ich würde sagen, wir machen hier so schöne Peperoni-Wurst. Ja, ist okay, die Belagmenge. Sehr gut. So, Peperoni-Wurst, ein bisschen Chorizo. Nein, das machen wir kleiner. Dann packen wir die ja so hin. So. Und dann noch ein paar Salami-Stücke. Die mögen es ja vielfältig. Die wird schön fettig. Ja, warte mal. So, und der Tourist guckt immer noch grimmig. Also ich verstehe es nicht. Gewürze. Beziehungsweise Käse drauf. Gouda. Perfekte Belagmenge, sagen sie. Okay. So, jetzt noch ein bisschen Gewürze. Oregano drüber. Ist das Oregano jetzt hier? Ne, Petersilie habe ich. Oregano. Ach, guck mal, Teenager und Student. Da haben wir noch mal so einen kleinen Indikator. Ordentlich Oregano hier. Auf jeden Fall meckern die nicht mehr. Die gucken zwar trotzdem noch böse hier, aber ich verstehe das gerade nicht. Weil wir haben Fleisch drauf. Das mögen die Touristen. Ist alles drauf, das, was die mögen. Und ich würde sagen, das passt jetzt. Ja, vom Preis her, ja, müssen die halt ein bisschen mal in die Tasche greifen. 22,40 Euro, ja, Touristen. Die zahlen ja grundsätzlich pauschal immer ein bisschen mehr, ne? So, dann würde ich sagen, dann speichern wir die ganze Pizza. Ja, Touristika. Scharf. Mäh. Nein, scharf wie scharf. So. Pizza wurde gespeichert. So, jetzt können wir wieder rausgehen. Jetzt haben wir eine Pizza erstellt hier. Jetzt packen wir die mal zu unserer Menükarte. Fupp. Wir brauchen doch noch einen. Noch eine Pizza. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das dauert hier mit den Pizzen. Das ist ja unglaublich. Dass man hier auch alles einstellen muss, ne? So, wir machen jetzt einmal Chefkoch hier Pizza. Ich hoffe, das reicht dann noch für die ganzen Klamotten. Neue Pizza erstellen. Aber für welche Leute? Ah, wieder raus. Backstube verlassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was brauchen wir noch für Leute hier? Na komm. Ruf die Teenager. Arbeiter haben wir. Touristen. Bonzen. Ruf die. Na gut, komm, machen wir eine Ruf die Pizza. Was mögen denn die? Die Gruftis so. So, schauen wir uns das mal an. Wählen die mal wieder aus. Grufti. So, zack. Was mögen die denn? Schauen wir uns das mal an hier. Der Grufti mag Fleisch, Fisch, Gewürze und mag es eher rustikal. Ah ja. Rustikal heißt dann quasi, geil. Der ganze Chorizo. Aha. Das ist ja interessant. Ich würde sagen, wir packen hier so. Machen hier so eine Wiener Würstchenpizza. Das sieht so doof aus, das ist doch scheiße. Die Pizza ist mir zu teuer, ja. Okay, das sagen die irgendwie immer. Wir können nicht schon wieder eine Fleischpizza machen. Mögen die denn das hier? Nein, das mögen die nicht. Die mögen echt Fleisch. Wenn wir sagen, wir machen rustikal. Nein. Wir können nicht schon wieder so eine Pizza machen. Was nehmen wir denn noch hier?
nach der Tabelle hier. Fisch. Aber Fleisch brauchen die. Ihr könnt doch nicht nur Fleischspitzen machen hier. Mensch. Na komm, mach ein bisschen Hühnchen. So einen halben Gockel drauf. Also. So ein bisschen. So. Da haben wir ein bisschen. Bisschen Hähnchen oder Hühnchen. Mal ein bisschen was. Ja, guck mal, der guckt nicht so böse. Der Tourist guckt, glaube ich, immer böse. Es ist ihm, glaube ich, egal. Ja, Fleisch. Was passt denn noch gut zu Hühnchen? Zu Hühnchen passt meiner Meinung nach noch. Ja, was passt denn da noch dazu? Ich würde sagen, mag der Gemüse? Nein, mag der gar nicht. Brauchen wir gar nicht gucken. Fleischmarker, ein bisschen Fischmarker, Obstmarker auch nicht. Der Max ist eher rustikal, das heißt, wir haben Hähnchen. Wir könnten noch ein bisschen. Na, Hähnchen und Schweinefleisch passt nicht. Vielleicht ein bisschen Schinken dazu packen. Ja, komm. So ein bisschen Schinken. Das sind die Kreationen hier. Oha. Perfekte Beilagenmenge. Sehr gut. So, was mag der noch? Der mag sonst nichts hier richtig, ne? Gewürze, rustikal. Gewürze müssen wir auch noch ein bisschen drauf. Ich würde sagen, wir ein bisschen, jetzt mal ein bisschen schärfer hier. Wobei, ja doch, das können wir machen. Ein paar Jalapenos dazu. Ich mag die Zutaten auf der Pizza, das ist schön. Dann machen wir das mal weg. Ein bisschen Oregano noch drüber hier. Der Preis dieser Pizza ist okay. Dann gehen wir mal kurz zurück. Ich glaube, wir können hier den Oregano noch mal wegpacken für 3,20 Euro. Die Jalapenos sind echt teuer. Oha, guck mal hier. Was die Pizza kostet, da müssen wir auch mal irgendwann mal drauf achten. Ein paar Oliven noch drauf hier. Das ist eine Kombi hier. Das ist die Pizza des Grauens. So, dann einfach ein paar Gewürze noch drüber. Oh, ordentlich Knofi, das kann man immer drauf packen hier. So, geile Scheiße. Okay, so. Das ist für Teenager. Ich würde sagen, wir machen. Ich glaube, rustikal, die mögen auch Analogkäse. Da können wir ein bisschen Geld sparen. Ich glaube, der kostet nichts. Oha, das gefällt dir nicht. Die Belagmenge. Aha. Analogkäse. Der kostet echt nicht viel. Wobei. Wir sollten wohl eher. Nehmen wir Edamer. Bisschen überbacken hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier an dem Update lag oder an den fehlenden Balance. So. Haben wir alles da? Ein bisschen Gewinnspanne brauchen wir noch. Oh ja, so günstig. Für nur 29 Euro bekommt man diese feine, aber tolle Pizza. Ne? Die Pizza. Wie heißt die denn jetzt hier? Pizza, Pizza, Pizza. Das war nicht rustikal. Das ist hier Pizza. Pizza Hühnchen, komm. Das ist nicht sehr kreativ. Hühnchen. Nein. So. Pizza, Hühnchen, Olive. So, fertig. Da sind noch andere Sachen drauf, aber mal gucken, ob die beliebt ist. Oh, Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Ich bin ein Neuling. So, das heißt, wir können jetzt hier rausgehen und können auch diese Pizza hier der Menükarte dementsprechend zuordnen. Zack. So, jetzt haben wir 5 Pizzen. Was haben wir da? Die Pizza benötigen zu viele verschiedene Zutaten. Kann zu Engpässen führen. Okay. So. Das kann durchaus sein.
So, was müssen wir jetzt machen? Hallo? Wie läuft das jetzt hier? Wo sind denn die Tutorials hin? Kunde und Essen. Jetzt für die Crew arbeitsfähig ist, wird es Zeit, die Speisekarte. Ja. Okay, und? Wie geht's jetzt weiter? Leute einstellen. Immerhin, das haben wir alles geschafft. Durchschnitt haben wir auch unten gehalten. Kunden wollen essen. So, müssen wir jetzt weitermachen, oder? Was ist jetzt hier mit den Tischen und sowas? Wie kümmere ich mich darum? Hallo? Mach die Lieber Großneffe, wenn du dies liest, dann ist es also wahr. Pizza liegt uns im Blut. Der ältere Herr, der dir dieses Restaurant anvertraut hat, heißt Arturo Andrisetti und schuldete mir einen Gefallen. Es ist immer gut, seine Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb muss ich dich vor den Frodatos warnen. Sie zahlen nicht, sind knallhart, skrupellos und werden dich sofort zum Erzfeind ernennen, wenn sie herausfinden, wer du bist. Und sie werden es herausfinden. Du musst also mit dem Schlimmsten rechnen. Die Welt, mein Sohn, ist nicht so, wie sie sein sollte. Auch ich war nicht so, wie ich hätte sein sollen. Du wirst das noch verstehen. Du wirst die Familiengeschichte erfahren. Dein Großonkel Carmine. Ah, Großonkel Carmine. So, er hat uns gewarnt vor den Frodatos, die wohl irgendwie knallhart und skrupellos sind und da sollen wir ein bisschen aufpassen. Und der ältere Herr, der uns das Restaurant vertraut hat, Arturo Andrisetti, hat ihm noch einen Gefallen geschuldet, deswegen haben wir das bekommen hier. So, Kunden wollen Vielfalt. So, jetzt mal Pause kurz. In der Stadt leben Leute aus allen Nähen entlang. Versuche deine Rezepte und deine Einrichtungen so anzupassen, dass drei verschiedene Bevölkerungsgruppen mindestens zu 45% mit dem Restaurant zufrieden sind. Ach so, jetzt kommt das erst. So, das heißt, wir haben schon geöffnet, aber haben noch nichts eingerichtet. Ja, das ist, glaube ich, der Bug, den die Leute meinten. Guck mal hier, die Tische, die sind draußen. Der Ofen ist draußen. Hier liegt Müll rum, warum auch immer. Okay, so. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Leute aus drei verschiedenen Bevölkerungsgruppen zufrieden sind. So. Zufriedenheit. So, ich würde sagen, wie können wir das denn jetzt hier einstellen? Hallo? Haben wir da irgendwie auch ein Tutorial zu? Hallo? Jetzt auf der Menükarte. Benötigt Zulieferer, Servicekräfte, Köche. Haben wir gemacht. Ungelöst. Mhm. So, wie kann ich das jetzt hier einrichten? Weitermachen. So, die Leute stehen jetzt rum und wir haben jetzt hier noch etwas offen. Ja, wie baue ich das jetzt? Gute Frage. Gibt es irgendwie so einen Baushop oder sowas? Werbung? Forschung? Pizzawagen. So, jetzt klicken wir den mal an. Ah, Architekt. Gucken wir mal da drauf. Ja. Ah, okay. So, wir haben es erstmal geschlossen. So, ändere den Grundriss der Räume. Okay, wollen wir jetzt nicht ändern. Okay. Beauftrage den Innenarchitekten. Ne, wollen wir nicht beauftragen. Wähle ein Möbelstück aus der Liste aus und platziere es. Ah. Okay. Klicke mit der linken Maus, um Möbel zu platzieren oder aufzuheben. Klicke mit der rechten Maus, während du ein Möbelstück bewegst, um es zu rotieren. Okay. Wechsel zu einem der anderen Werkzeuge. Es ist auch schön, dass das hier überblendet. Um eine bestimmte Aktion zu machen. Okay. Führe bestimmte Aufgaben für alle platzierten Möbelstücke durch. Alles entfernen, alles verkaufen. So. Gut, jetzt können wir das platzieren. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal hier so eine Zufriedenheit. Ah, hier unten haben wir auch wieder eine Zufriedenheitsanzeige. So. Machen wir erstmal hier die. Ah, okay, das können wir machen. Und dann können wir das mit der rechten Maustaste platzieren. Das heißt, warum springt das so? Ach, da kann man es nicht platzieren. So, jetzt haben wir einen Ofen. Okay.
So, ein Ofen haben wir platziert. Die Regale sind komischerweise noch drin geblieben, warum auch immer. So, jetzt schauen wir mal weiter. So, das ist ein Stuhl, der wackelt, warum auch immer. So, jetzt können wir das hier erstmal hinstellen. So, packen wir das mal den Tisch mal dahin. Teenager freuen sich. So, den können wir dann jetzt hier so dran platzieren, ist das so richtig? Ah, okay. Das heißt, wenn er wackelt, dann fehlt ihm der Bezug irgendwie, okay. Das müsste dann passen, oder was? Ah, müssen wir alles wieder hier zurückstellen, okay, das passt nicht. Schön, dass man hier Gitterlinien hat. So, ich gucke mal, ob der jetzt hier so passt. Ja, der passt. Da können wir den auch dran stellen. So. Nein. So, jetzt haben wir das eingerichtet. Die Teenager und Arbeiter freuen sich. Das heißt, wir haben schon mal zwei mindestens erfüllt. So. Packen wir das hier nochmal weg. Können wir hier noch... Stühle reinpacken. Klicken wir das mal hier drüber. So. Jetzt haben wir drei Stühle. Also einen vierten. So, der passt da auch dran. Das war ein bisschen eng hier, aber ja gut, das sollte passen. Dann noch ein bisschen Ambiente hier. Ein bisschen Licht. Muss hier auch Licht rein in den Lagern oder was? Okay. Irgendwie was haben. So, packen wir da noch ein bisschen Licht rein. So, da war nur eine Lampe draußen stehen. Das ist geil, dass die Lampen da draußen stehen. So, jetzt haben wir ein bisschen Licht. Das können wir hier so ein bisschen hinpacken. So, ein bisschen für Ambiente sorgen. Und dann haben wir das auch gleich. So, jetzt haben wir die beiden schon mal hier verarztet. So, was gibt's denn hier? Tische gibt's hier. Stilfaktor. Rustikal. Rustikal. Aha, guck mal, hier gibt's sogar. Was ist denn? Öfen, Ofen, klassisch mit der Rustikal. So, wir müssen jetzt noch bedienen. Belagdicke. Ach, das ist hier für den Einrichtungsservice. Rustikal. Das heißt, ein Bonze zum Beispiel mag es klassisch. So, da wir ja schon die Teenager und die Arbeiter bedient haben, brauchen wir was Klassisches. Einfach klassisch. So. Klassisch heißt, wir stellen uns mal hier so einen Tisch hin. Klassischen Tisch. Nehmen wir noch einen klassischen Stuhl. Und der passt schon wieder nicht. So. Drei. Vier. Kann ich wieder abwählen? Jo. So, dann müssen wir mal ein kleines Stückchen rüber hier. So, das heißt, den Stuhl stellen wir dahin. Den stellen wir dahin. Da. Und da. So, das haben wir dann soweit eingerichtet. Jetzt gefällt es aber irgendwie gar keinen. Toll. Zu 45%. Wie kriegen wir das jetzt raus? Das ist doch ein Gefrickel hier. Wie merkt er das denn? Verstehe ich nicht. Hm. So, vielleicht braucht er noch ein klassische Lampe. Guck mal, so ein bisschen Ambiente. Aber irgendwie... Hm. Gruftis... Zufriedenheit 3. Aha. Stilfaktor. Vielleicht sollten wir nochmal einen anderen Tisch reinpacken. Einfach. Also, wer mag es denn einfach? Hm. Grufti. Rustikal. Bonze auch. Eher klassisch. Gucken wir nochmal, dass wir da irgendwie noch einen anderen ein anderes Kundensegment bedienen. Modern.
Ja, modern können wir auch nochmal eine Runde machen. Ach, guck mal. Modern. Ah, ja. Fein, fein. Da sitzen auch nur drei dran. Wobei, wir könnten ja auch eigentlich... Warte mal. So, die können ja hier sitzen. Da sitzen. Da sitzen und da sitzen. So, jetzt haben wir alles hier soweit zugeordnet. Aber irgendwie freut sich immer noch keiner. Okay, oder ist es nicht okay? Gehen wir ja zurück. Ich weiß ja nicht, ob die das jetzt so toll finden. So. Ich glaube, hier könnten wir auch noch einen Tisch reinpacken, oder? Gehen wir nochmal auf Architekt. Da können wir auch noch was reinpacken. Dass wir vielleicht auch noch hier so einen einfachen Stil. Wobei, das ist ja bunter bunt. Ich würde sagen, wir machen noch einen klassischen hier so hin. So. Das hier noch. Zack, zack. Zack und zack. Brauche vielleicht noch so eine klassische Lampe. Einfach. Modern. Wie kann ich die jetzt hier verkaufen? So. Zusätzliche. Kann man die hier einlagern? Kann man hier entfernen drücken? Nö. Alles verkaufen. Hier haben wir nur noch Bewege ein Mägelstück. Ach so, der legt das dann hier im Inventar ab. Ah. Ah, guck mal. X drücken und dann... Das passt ja wieder nicht hier. Weil da brauchen wir jetzt was anderes, was Modernes. Können wir mal hier hinpacken. So, wenn wir das jetzt wieder anklicken, dann ist es wieder weg. Oha. Das ist natürlich ein Ding hier. So, jetzt gehen wir wieder raus. Müsste eigentlich passen. Wir haben Ofen, wir haben da alles da, da ist da. Tja. Und dann müssten wir mal schauen, ob das jetzt hier soweit passt, weil die Zufriedenheit werden wir erst sehen, wenn die ersten Gäste da sind. So, wir haben jetzt alles soweit eingerichtet. Sieht ein bisschen aus wie Kauderwelsch hier. Wollen natürlich alle Kundengruppen hier so ein bisschen bedienen. Mal schauen, was die zu dem Restaurant sagen. War jetzt eine etwas längere Folge. Ein bisschen rumgefrickel hier und so weiter mit dem Pizza machen, hat dann irgendwie nicht ganz so geklappt. Mir macht es nach wie vor noch richtig Spaß, ist aber ein bisschen nervig mit den ganzen Fehlern. Hoffe, es wird zeitnah dementsprechend alles behoben. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und sage bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.